Ja, komm, respawn, respawn, respawn. Lololo, den habe ich mir kurz geleecht hier. Aber ich glaube, hätte er Schaden drauf gemacht, hätte er ihn auch bekommen, weil es halt einfach ein Questmob ist. Oh, wir können eigentlich direkt den machen und dann nach unten laufen, oder? Wobei, wir können auch hier lang und dann unten und dann wieder nach oben und dann... Ja, das geht auch. Ja, ja, habt ihr schon verstanden, ne? Das ist gut. Hier oben sehen wir uns unseren Buff, also hier unser Blitzschlagschild. Das hier ist ein World-Buff, den wir gerade haben als Hortler. Und, oder haben den alle? Ich glaube nur Hortler gerade. Und hier haben wir unsere Waffe und was da drauf ist, also Flammenzunge. 45 Minuten. Bam 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 bararam bam bararam bum bam bam bararum schlum balabing bang badabum stim dilum. Mann, ich kann so schön singen, das ist eigentlich erstaunlich. Erstaunlich. Hüpf, 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 hüpf. Hallo, Mann. Ach komm, dann schmeiß doch hier irgendwas weg. Ja, gerade Leinen. Leinen kann man sogar immer noch gut verkaufen. Alles, was Stoff ist, geht immer. Ich glaube auch auf jedem Reel. Hier oben nochmal hier Meisterpad wahrscheinlich oder sowas angezeigt, keine Ahnung. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall hier so. Also wir probieren jetzt hier diese Landzunge noch mitzunehmen, soweit wir können. Dann hier rüber und dann bis da oben. Du wirst bestimmt Ärger machen, ne? Ich hab's gerochen. Ich wusste, der wollte Ärger machen. Da hab ich mir präventiv ins Gesicht. Hier haben wir die Oma eben abgeholt. Tja, mein Freund. Mit mir nicht. Oma, lalala. Ach Gott, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Kommen wir hier in ein Land? Ja, man muss zwischendurch ein bisschen rumjumpen, aber dann geht das auch hier. Okay, und das war ein Land. Boah, da muss direkt hier knallhart spezialisiert. Ja, und das hier wird definitiv meine Zweitskillung werden. Heilung. Ja, es fällt immer mal wieder irgendwo ein Heiler aus und ich finde, also meine Meinung ist immer, alles was tanken kann, sollte auch tanken. Ich selber habe auch genug Tank früher gespielt, wobei ich es nicht so sehr mag, wenn ich ehrlich bin. Weil es mittlerweile in meinen Augen recht langweilig geworden ist. Mir widersprechen bestimmt einige. Das soll auch so sein, das ist auch gut, sonst hätten wir nämlich keine Tanks mehr. Ja, aber für mich ist, macht mir nicht so viel Spaß. Aber trotzdem sollte eigentlich alles, was tanken kann, auch eine Zweitskillung als Tank haben. Und alles, was heilen kann, eine Zweitskillung als Heilung haben. Zumindest in der Gruppe finde ich das halt wichtig. Ja, allein diese ganze Instanzkram. Ja, wenn man sich normal immer denkt, okay, komm, wir lassen uns mal in die Instanz gehen. Ja, man ist mit seinen Freunden unterwegs, mit seiner Gilde und dann, ja, wir haben gerade keinen Tank, ja, wir haben gerade keinen Heiler. Alles sind Klassen, die irgendwie heilen oder tanken können. Und keiner hat halt geskillt oder für nötig gehalten. Und das finde ich immer sehr schade. Dabei ist man halt mal zusammen, um einfach einen coolen Abend zu erleben. Mein Gott, und dann heilt oder tankt man halt. Wo ist denn das Problem? Gerade bei Inis ist es ja wohl echt total easy. Im Raid sieht es natürlich anders aus, da braucht man auch das entsprechende Equip und sowas, aber... Für normal stumpfen Ini oder so. Ach Leute. Achso, jetzt mache ich wieder nach ganz oben. Ey, komme, Chef. I'm not ready. La palapalulula. Hallo. Das war alles? Dafür bin ich hier hochgekommen? Na gut. Dir sei verziehen.
So, von Grünhaut zu Grünhaut. Der hat böse geguckt, da kann ich jetzt nichts für. Dem konnte ich auch nicht weiter helfen. Alles, was nicht aufhält, kann man töten. Bringt EP, wenn auch nicht viele. Okay, 43. Das können wir uns wirklich sparen. Ah, halt, stopp. Halt, stopp. Da will wir... Da will wir nicht reinfallen. Das nervt. Obwohl, das ist ja in der Schlucht, ne? Könnte auch in der Schlucht sein. Was müssen wir da machen? Zauberschriftrollen der brennenden Klinge. Doch, das dürfte hier unten sein. Oh, bitte. Bitte lass es hier unten sein. Scheiße. Doch, da. Haha. Das wäre nämlich nervig. Von da unten nach da oben. Die Nester der Windfury, Valkyr, Gedönsrad-Dinger. Nein, scheiße, es ist doch oben. Ja, da oben. Ja, also müssen wir nach da außen, dann oben rum. Naja, gut. Hier haben wir auch noch später genug Quests, ne? Das Problem ist, jetzt stehen wir vor den Toren Ogrimas und müssen gleich eigentlich nochmal hierhin zurück. Dann mit dem Flugvieh hierhin fliegen und wieder zurück. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Wie frech. Da oben fliegt unsere Windreiterstaffel. Level 90, Mage, ja. Da macht er einfach alles kaputt. Wir müssen jetzt echt hier oben ganz außen rum. Das kann doch nicht sein. Nein, wir waren auch richtig. In der Staubhöhle. Wir müssen in diese verdammte Höhle. Ja, les mal Questen. Dann bist du besser dran. Der Wiederwolf. Einfach mal lesen. Einfach, aber nein. Nein, er stirbt immer direkt drauf los. Unfassbar. Ja, und hier, die Jungs haben schon PvP an. Hier oben. Ich zum Glück noch nicht. Ich bin mal gespannt, wann es kommt. Okay, im Laufen, Carsten. Man muss sich zwar ein bisschen dran gewöhnen, wenn man es noch nie oder eigentlich nicht macht normalerweise. So als Magier oder sowas. Es ist aber cool. Hat viele Vorteile. Oh Mann, was ist denn hier mit meiner Stimme? Die geht gerade... Geht gerade irgendwie hops. Ach komm, Junge. Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo sollen denn diese verdammten Höhlen sein? Hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier tatsächlich falsch bin. Ja gut, dann nehmen wir wenigstens das Kleingeld mit. Ach, Liebelein, wo soll denn das der Mist wieder sein?
Wir müssen doch jetzt nicht noch tiefer da hinten hin. Nee. Oder doch? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Es sind die Staubschwingen und bei denen müssen wir in die Höhle rein. Na ja, gut, komm. Wir hauen auf jeden Fall mal alles hier weg. Weil irgendwie greift uns hier sowieso alles an. Nee, wir entfernen uns irgendwie immer weiter von der Höhle. Die ist echt weit hinter uns. Ne, wir laufen zurück. Aber wir nehmen noch den hier mit fürs Level ab. Wobei der alleine wird es, glaube ich, noch nicht reichen. Na gut. Vielleicht finden wir noch einen auf dem Rausweg. Auf dem Weg raus. Auf dem Rausweg. Da müssen wir mal schauen, wo jetzt diese bekloppte Höhle sein soll. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die dann hier irgendwo zu sehen wäre, aber da hinten war ja auch nichts. Ja, das hier sieht natürlich aus wie ein Höhleneingang, aber ich glaube, das ist mir da nicht eben einfach... Hä? Ja, hier sind wir doch einfach durch. Hier war doch nichts. Das ist doch hier genau das Gebiet. Ja, sag mal. Staubwind, Klamm. Okay, wir müssen nicht in Klamm, wir müssen in die Höhle. Ich wurde geschickt, um die Anwesenheit der Anhänger der brennenden Klinge in Durota zu untersuchen. Nordöstlich von hier, in einer Höhle, in der die Klinge ihre neuen Mitglieder ausbildet. Aha. Ja, das hier ist definitiv falsch. Aber das ist doch hier... Ich erzähle euch das eigentlich nur, weil ich das Gefühl habe, ihr seid auf der Suche nach Arbeit, bla bla. Zur Höhle und bringt mich Schriftvoll. Die Höhle ist etwas versteckt. Verlasst Klingenhügel in Richtung Osten und fangt dann dem östlichen Klamm der Schlucht. Also. Verlasst Klingenhügel nach Osten. Und folgt dann der Schlucht? Also doch hier oben. Scheiße. Nee, das ist falsch. Hier lang. Nee. Ach, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Also wir müssen auf jeden Fall doch da hoch. Also wenn man einmal hier unten angekommen ist, dann ist Kacke. Nee, hier, genau. Ach komm, Mädchen, ich hab zu tun. Ach Quatsch. Jetzt sind wir schon wieder auf der falschen Seite. Und ihr sagt nichts. Das gibt's ja nicht, dieser Vita-Wolf. Was der aber für einen Unsinn hier macht. Und da sind wir Level 11. Haben wir was davon? Nein. So,
Jetzt müssen wir ganz oben rum. Uah, angeglibbert. Okay, das heißt, wir laufen jetzt hier mal oben rum und gehen von hier wieder rein, weil da ist der Höhleneingang. Man sieht ihn sogar auf der Map. Nicht so gut wegen der 1, aber da ist er. Na Jungs, alles klar? Ach, das kann ein bisschen dauern, Mädels. Ja, da haben wir sehr viel Zeit verschenkt. Aber es kann natürlich mal ein bisschen passieren. Das ist ja nicht so wild. Ich würde sogar sagen, es ist halb so wild. Wir können jetzt halt immer wieder Blitze rufen. Yay. Du willst aber nicht. Doch, du willst. Ah, gut. Immerhin können wir hier noch schnell eine Quest annehmen. Das ist doch auch okay. Sonst hätten wir die hier nicht gesehen. Vielleicht ist es hier was Witziges. Was Schönes. Irgendwas mit Schokolade. Meldet euch. Ja, toll. Kriegen wir hin. Aber erst... Obwohl, der ist ja direkt auf dem Weg. Ist ja dann egal. Der ist ja dann direkt auf dem Weg. Ich mag keine kuscheligen Hasen. Ich bin ein Ork. Oh, wen haben wir denn hier? Griswold. Einen alten Worgen. Ja, Tuk-Tuk selber, Tuk-Tuk. Ach so, besiegt den im Kampf, besiegt den im Kampf und besiegt den im Kampf. Das ist doch überhaupt kein Thema. Was bist du denn hier für eine? Weil die hier alles angebunden haben. Ach komm, wir bleiben einfach stehen, Carsten drauf. Ich glaube, alles andere ist jetzt hier einfach nur wildes Rumgerenne, was eigentlich auch völlig unnötig ist. Was bist du denn für ein Vieh? Und tack, und tack, tack, tack. Ja, das kommt zu spät, Schatz. Das kommt zu spät. Ja. Ja, okay. Die Questen noch mitgenommen zu haben, ist auf jeden Fall cool. Oh, 50 Questen hier haben wir schon. Mein Gott. Richt Quest World. Und weiter geht's. Ja, war okay. Die drei Questen haben ordentlich EP gebraucht. Das wäre echt verschwendet gewesen. Ja, du bleibst jetzt ruhig, ne? Du bleibst ruhig. Ja. Bisschen guter. So, wir nähern uns hier der Höhle. Okay, du bist kein guter. Das sehe ich doch. Eieiei, wir haben richtig Zeit hier gerade verloren durch den Kakawatch. Den Kakawatch. Aha. Also, wir haben einen Debuff bekommen, der uns den Schaden erhöht, den wir reinkriegen. Das ist natürlich total traurig. Und den kriegst du auch noch. So, und du stirbst jetzt sowieso? Warum denn da hinten? Ich dachte, der läuft mir jetzt noch ein Stückchen nach. Ja, ich hätte gehofft, dass er ihn einfach wegkrittet. Dann brauche ich ja nur zwei Zauber. Aber nö.
Die brennende Klinge wird sterben. Nieder mit der brennenden Klinge. Das Ding ist, dass so ein Debuff hier, ne, der ist schon viermal gestackt, der 12 erhöhter Schaden, also Schattenschaden, Feuerschaden und so, ist ja normalerweise sowas wie ärgerlich, aber wenn man gar keinen Schaden abbekommt, ist es ja eigentlich irgendwie wieder egal, oder? Achso, das war's. Wir haben fertig. Ach, Höhlenkarten gab's früher auch nicht. Sehr, sehr schön. Nee, weil das alles früher nicht gab. Eieiei, ich sag es euch. Man fühlt sich jetzt zwar ein bisschen wie so ein WoW-Opa, aber... So, und diesmal laufen wir einfach nur noch zurück zur Stadt und da mache ich dann nochmal einen Cut. Und dann endlich fliegen wir nach Ogrimmar, wenn wir jetzt nicht schon wieder 1000 weitere Questen erhalten. Auf dem Weg dahin können wir natürlich hier noch ein, zwei Sachen töten. Na gut, für die IP lohnt sich jetzt kaum, aber da wir sowieso nur drüber rennen und nicht stehen bleiben müssen, kann man das machen, finde ich. Ja, solange man nicht anhalten muss, ist das alles okay. Da sind wir. Da unten müssen wir hin. Da hat er gesagt. Ja, ich mock gerade ich auch. Gut, wir nehmen hinten natürlich noch die Quest an. Nehmen wir auch an. Okay, das heißt da ganz hinten. Aber erstmal fliegen wir jetzt nach Ogrimmar. Und gucken dann alles weitere. Die Quest bringt jetzt auch schon nicht mehr so viele EP. Ich hätte eigentlich wirklich nicht gedacht, dass es noch so aufwendig wird. Und so lange dauert. Aber das, liebe Freunde, sehen wir morgen in der nächsten Folge. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.